Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 339 von Simotrans. Ja, das Problem habe ich leider noch nicht gelöst. Es ist immer noch so, dass das mit dem Mauszeiger hier nicht funktioniert. Ich kann die Karte immer noch nicht mit Rechtsklick verschieben. Irgendwas ist da faul. Ich weiß aber noch nicht was. Jetzt hat er mir gerade hier auch das Werk komisch angezeigt. Okay. Ich weiß nicht, was ich da verstellt habe. Wir sind in Version 2.0. Ich habe das Pack erneuert. Wir hatten 1.2 vorher, jetzt haben wir 2.0. Nächster Schritt wäre, neues Nightly mal auszuprobieren. Ob da mein Problem liegt, bin ich mir aber auch nicht sicher. Muss ich mal schauen, dass ich das hinkriege. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt lassen wir diesen Zug da fahren oder wie? Warte mal, wir können den ja mal auswählen. Der ist jetzt mit 518 voll. Der fährt 7,5 plus. Wir können ja mal in die Linie reingucken. Sind 6 Fahrzeuge drauf. Hier sehen wir ja die Zahlen. Der fährt plus, der fährt plus, der fährt plus. Einer fährt minus, der Rest fährt plus und die Post fährt total minus. Okay. Das ist jetzt nicht so dolle. Warum fährt der minus? Warum fährt er so viel minus? Wer ist da so teuer? Ist die Lok so teuer? Verkaufswert ist so. Vielleicht sollte man dann einen anderen Zug davor, andere Maschine davor haben. Maximale Geschwindigkeit 150 für Speedbonus. Okay, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das mit dem Speedbonus und dem Geld ist ja auch so eine Sache, ne? Das mit dem Speedbonus, das ist nicht so mein Ding. Kann ich gleich schon sagen. Ja, und vor allem die Wagen sind gar nicht alle voll, oder wie sehe ich das? 250 Sack, 250 Sack. Was kostet einer hier? Maximaler Gewinn 21. Und der 554. Okay. Okay, ich würde mal sagen, wir gucken da gleich nach dem Intro weiter. Ich habe mich jetzt schon wieder verquatscht hier und wir sehen uns gleich im Vollbild. Bis dann. So. 3 Sackpost, Hadexen und sowas. Hier 250 Sackpost. Das sind alles ja gute Sachen. Und wir haben hier aber immer Minus. Maximaler Gewinn, Verkaufswert. Also die sind, ist der zu groß, dass das nicht funktioniert. Sollten wir den zum Depot mal schicken? Und kleiner machen. Vielleicht ist das sinnig. Mach das mal weg. Das auch weg. Mach grad schneller, bis er im Depot ist. So, dann gucken wir mal ins Depot rein. Und klauen den mal ein bisschen an Länge. 3,87 den Kilometer. Okay, da ist jetzt 512,68 Cent auf dem Meter. Sehr interessant. Einer schafft 250, 500, 1000. Ich würde es jetzt mal so machen. Und dann lass ihn wieder starten, oder? Die fährt 150. Hat Kosten von 5,54, das war richtig. Wir gehen mal hier in die Loks nochmal rein. Okay, das heißt, die ist ja auch noch teurer, ne? Und langsamer, die fährt 150, die fährt 160. Dann würde ich mal sagen, starte mal damit. Jetzt kann ich natürlich den Verfolgungsmodus da nicht ausstellen. Ich kann das Fenster nicht verschieben. Ich habe gerade die A-Karte. Wir gehen aber mal hier gerade nach da oder nach da. Hier müsste doch jetzt eine Lok sein, oder? Ach, da ist sie. Ne, doch, ich muss so machen und verkaufen. Jetzt habe ich sie verkauft? Nee.
Ja, jetzt wüsste ich gern, wie das geht in diesem. Ich glaube, das funktioniert gerade ganz schlecht hier, ne, oder? Ja, die habe ich jetzt verkauft. Wieso ging das mit der Lok nicht? Die habe ich jetzt auch verkauft, oder? Irgendwas ist hier arg faul. Ich glaube, da ist jetzt nichts mehr dran. Okay, jetzt muss ich da noch mal rein und dann den Verfolgermodus ausmachen. Das ist schon ein bisschen nervig. Und jetzt, was haben wir hier für ein Problem? Wasser ist weg, ne? Das ist ein Anzeigefehler. Hat das hiermit zu tun? Nee? Vielleicht kommen wir der Sache ja mal irgendwann auf den. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Überall, wo Wasser ist, sind jetzt so Wände. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Da einer eine Idee, woher das kommt? Hätte ich doch das V2 nicht nehmen dürfen. Ne, Aufschüttung will ich nicht machen. Da ändert sich nichts dran. Hier sind auch grüne Schilder bei der Untergrundbauwerkzeugen. Karte ist okay. Mache ich zu. Irgendwas ist faul. Oh, hier kann ich jetzt vier Spieler auswählen, aber ich habe ja doch nur meinen roten, ne? Hier ist aber noch alles gut, ne? Ja. Okay. Ja, ich glaube, mein Spielstand ist jetzt auch nicht mehr so dolle dann, ne? Keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Also, ich muss wieder hier hin, um das hier auszuschalten. Schalten mal an. Halt nochmal an. Karte drehen ändert nichts an dem, was ich da sehe. Die Animation der Einstellung, ist da das Problem? Einstellung Landschaft. Ist hier was mit Wasser? Eigentlich nicht. No routing over overcrowded. Das ist auch nicht Wirtschaft und Städte. Ja, ich habe jetzt gerade. Ja, Default wäre mal eine Möglichkeit, ne? Okay, und Simulcast Tab wäre auch eine Möglichkeit. Ändert sich aber wahrscheinlich gar nichts gerade hier dran, oder? Kann auf jeden Fall nicht den Mauszeiger weiter benutzen. Das geht nicht. Wir sind jetzt aber falsch in der Ansicht. So ist die Ansicht richtig. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, was das hier für ein Problem ist mit dem Wasser. Version 2, vielleicht nicht kompatibel mit dem Nightly 122.01, bin ich mir jetzt nicht sicher. Könnte sein. Sieht auf jeden Fall von der Landschaft her alles prima aus, ne? Geländewerkzeug. Das Becken kann nicht gefüllt bzw. geleert werden. Okay, reagieren tut das alles noch passend. Wo könnte ich was machen? Diese Wände sind mir sehr schleierhaft. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Das sind Tunnelwände sozusagen, mal Untergrund oder sowas. Ich kann auch hier nicht hoch, oder? Ich müsste jetzt hier in den Untergrund gehen. Doch kann ich. Da ist der Untergrund. Ah, hier ist das Wasser im Untergrund in Ordnung. Und hier sind schon diese komischen Wände. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, wo da mein Problem liegt. Okay. Schade jetzt, ne? Ich würde den Spielstand aber gerne weiterspielen. Da muss ich gucken, dass ich den wieder fixe. Ich denke mal für diesen Moment, oh, die LKWs parken gerade auch ganz komisch hier.
Aber es sind nur LKWs, die schon. Oh. Das war jetzt nicht so dolle, ne? Jetzt müssen wir ganz schnell wieder da was hinbauen. So passt's erst. Jetzt sind wir wieder da drinne. Hadexen Bahnhof. Ich kann ihn nicht verschieben, leider. Fahrplan. Fahr mal gerade dahin. Und dann kommen wir wieder zurück. Jetzt wäre er in einer anderen Bucht, oder? Wasser ist immer noch so kaputt. Ja, weiß ich nicht, ob es ein Kompatibilitätsproblem ist oder sowas. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Hier steht der LKW jetzt auch tatsächlich in dieser Bucht drinne. Obwohl schon der andere davor wartet, fährt er dann gleich richtig rein, weiß ich nicht. Der fährt jetzt aber auch nicht raus dadurch. Jetzt musst du eine andere alte Bucht nehmen wieder. Nee, der andere ist dann da rumgerückt. Irgendwas passt hier nicht. Okay, ich sag mal, ich muss das checken, ich muss das schauen. Ich denke mal, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr dabei seid. Falls ihr einen Tipp habt, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Ahnung habt, was da passiert sein könnte. Sonst weiß ich mir gerade auch nicht zu helfen, wie ich da weiterkomme. Das ist jetzt ja noch schlechter geworden anstatt besser. Irgendwas ist faul an der ganzen Geschichte. Ich sag mal, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.